Einen Notarzt soll man dann rufen, wenn man sich selbst in einer bedrohten Situation befindet oder wenn man andere Personen in einer lebensbedrohlichen Situation vorfindet. Ganz einfach 112 rufen und Ihren Namen und vor allen Dingen den Ort sagen, wo Sie sich gerade befinden. Alle weiteren Fragen werden Ihnen dann gestellt und Sie werden ganz einfach geführt, bis ein Rettungsmittel vor Ort eintrifft. Notärzte im Rettungsdienst sind speziell ausgebildete Ärzte aus den Bereichen Anästhesie, Chirurgie oder Innere Medizin, die eine zusätzliche fachliche Qualifikation zum Notarzt gemacht haben und auch draußen in der Praxis ausgebildet worden sind, bevor sie als Notarzt zu Ihnen kommen. Wenn der Notarzt gerufen ist, dauert es ein paar Minuten, bis er dann tatsächlich eintrifft beim Patienten. Diese Zeit kommt einem manchmal ganz lang vor. Bleiben Sie bei dem Patienten, bei dem Betroffenen, betreuen Sie ihn in der Zwischenzeit und helfen Sie möglicherweise dem Rettungsteam, wenn die Wohnung oder der Einsatzort nicht ganz so einfach zu finden ist, schicken Sie jemanden an die Straße, der die Kräfte einweist.